eines der wichtigsten Dinge, die du beim Manifestieren deiner Träume beachten musst, ist, dass die Situation, dass die äußeren Umstände, in denen du dich gerade befindest, keinen Einfluss haben, wenn du sie nicht als beeinflussend empfindest. Und das ist die Krux. Wie kann ich mich nicht von außen beeindrucken lassen? Wie kann ich mich nicht von außen triggern lassen? Wie kann ich bei mir in meiner inneren Welt bleiben, wenn sich im Außen scheinbar alles gegen mich aufstellt? Mein SP hat mich blockiert. Mein Bankkonto wird immer leerer und leerer, mein Business funktioniert nicht, niemand kauft von mir. Ich habe das Gefühl, es ist Doomsday, ich bin verflucht. Und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ja, herzlich willkommen bei meinem Kanal Divine Design Manifestation. Manifestation aus deinem Divine Design Soul Blueprint heraus, aus deinem wahrhaftigen, kraftvollen, machtvollen Sein, das, wenn du es verkörperst, im Außen genau die Dinge hervorbringt, die du dir wünschst. Aber jetzt zurück zu den Situationen, zu den Momenten, wo du dich verlassen fühlst. Verlassen von allen guten Dingen, verlassen von aller Liebe, verlassen von allem Support. Genau in diesen Momenten geht es darum, dass du diese Tools hast, dass du weißt, wie es funktioniert, wer du bist und wie du dich zu dir zurückholst. Zu dir, nicht im Außen, wo du aufhörst, deine Rolle im Außen zu spielen, aus deinem ursprünglichen Design, das wir alle mitkriegen, unser menschliches Design, mit dem wir hier geboren werden, mit den Konditionierungen, die uns sagen, wir sind nicht gut genug, etwas ist an uns falsch und wir müssen uns verbessern. Unsere Persönlichkeit muss entwickelt werden, unsere emotionale Intelligenz muss ausgebaut werden und all diese Dinge. Dass du da nicht drauf einsteigst, sondern dass du weißt, wer du bist. In Wahrheit, in Wirklichkeit, in deinem Divine Design Soul Blueprint, dass nichts an dir falsch ist, dass nichts an dir abgelehnt werden kann, dass nichts an dir kritisiert wird, dass nichts an dir zurückgewiesen wird. Das ist deine Identity. Und dass sich im Außen immer wieder Situationen zeigen, die das Gegenteil behaupten und die sagen, der will nichts mit dir zu tun haben, deine Kunden wollen nicht von dir kaufen, du hast immer zu wenig Geld und so weiter und so fort. Das sind Skripte, das sind Geschichten. Und dieses alte Skript des Mangels und des nicht gut genug zu sein, des ausgeliefert zu sein, nicht in seiner Macht und Kraft zu sein, dieses alte Skript musst du zerreißen. Aber auch hier ist es wieder wichtig zu sagen, okay, ich schaue mir das Skript an, damit ich ein neues Skript aus meinem Divine Design Soul Blueprint für mich schreibe und ich halte mich daran und ich gehe nie wieder zurück in dieses alte Skript. Egal, was da außen passiert, es sind immer nur Erinnerungen an das alte Skript, an meine alte Identity, an meine alten Ängste. Und wenn ich hier angekommen bin, in meinem Divine Design Soul Blueprint, dann fühlt es sich an, als würde ich über der Welt stehen, als würde ich über der Realität stehen, die mal da war, die mir sagt, da ist etwas, woran du dich richten musst, woran du dich orientieren musst. Da ist etwas im Außen, das dir sagen kann, dass du nicht gut genug bist. Dieses Skript muss ein für alle Mal sterben. Und weil es nicht so einfach ist, dem Verstand immer wieder zu sagen, das stimmt nicht, und zu drehen, Glaubenssätze zu drehen und immer wieder
zu drehen, zu drehen, gibt es nur diesen einen Weg, nicht mehr zu drehen, sich nicht mehr umzudrehen, nicht mehr nach hinten zu schauen, nicht mehr in die Vergangenheit zu schauen, sondern im Hier und Jetzt auf vertikaler Ebene festzulegen, wer ich jetzt bin und für immer danach. Und ich stehe für keine andere Identität mehr zur Verfügung, weil ich weiß, dass ich absolute Macht, Kraft, Fülle, Liebe, Erfüllung und Begeisterung bin, weil ich als das geboren bin und weil ich erkannt habe, dass ich ganz, ganz vielen falschen Überzeugungen, die mir zur Verfügung standen, aus Unwissenheit aufgesessen bin. Und dieses klare, wahrhaftige Sein, dafür entscheide ich mich jetzt und ich gehe nicht mehr davon zurück. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, habe ich so viel Kraft, Power und Vorstellungsmöglichkeiten für ein Leben, für einen Lifestyle, für Beziehungen, für ein Business, die ich vorher nicht hatte, aus der alten Position heraus. Und genau darum geht es, dass du dieses Prinzip verstehst und dir diese ganze Berechtigung gibst, dich dort zu verankern, wo du hingehörst, in einen wahrhaftigen Seinszustand, in eine wahrhaftige Identity. Und hier diesen Körper mitzunehmen und in diese Verkörperung zu gehen, in dieses Gefühl zu gehen, in diesen Mindset zu gehen, das ist die Übung. Die Übung, die Übung, die Übung. Und das ist nicht eine Übungssequenz, sondern es ist eine Reise zurück in die Tiefe deiner Wahrhaftigkeit. Und wenn du auf Reisen bist, du weißt es, du reist von morgens bis abends, dann übernachtest du, dann schläfst du und am nächsten Tag bist du immer noch auf Reisen. Und so musst du das Ganze sehen, nicht als Trainingsfrequenz, sondern als Reise. Und wenn die Reise begonnen hat, dann bist du auf Reisen und nichts hält dich davon ab, diese Reise weiterzuführen und weiterzuführen. Und das ist diese Reise des Lebens. Das ist das Leben. Das Leben ist eine Reise mit einer Identität, die du für dich wählst von Moment zu Moment zu Moment. Und aus dieser Identität erschaffst du die Vorstellung davon, wie du auftrittst in diesem Leben, auftrittst in deinem Business, in deinem Job, in deiner Beziehung, jeden Tag. Und gleichzeitig erschaffst du, dadurch, dass du dich erschaffen hast, wie du reflektiert wirst in der manifesten Realität. Du wirst permanent reflektiert. Und du bist die Kraft und Macht und Power, die sagt, als wer, wie du reflektiert wirst und wie wird ein göttliches Wesen reflektiert? Wie wird ein Wesen reflektiert, das perfekt ist per se? In Liebe, in Anerkennung, in Unterstützung. Und diese Reflexion kann nur stattfinden, wenn du das schon bist. Wenn du das schon bist. Und zum Abschluss dieses Videos werde ich das hier jetzt drehen, dass du siehst, ich bin hier noch in Lissabon in einem Hotel, was ich damit meine. Und zwar, schau in diesen Spiegel. Du siehst mich hier, du siehst meine Reflexion und hier siehst du ganz genau das, was ich bin, wer ich bin. Das zeigt sich. Und wenn ich jemand bin, der verschlossen und traurig ist. Schau mal, wie ich angesehen werde von meinem Spiegelbild. Verschlossen und traurig. Wenn ich aber in Liebe und in Offenheit und in Begeisterung bin, schau mal, wie mein Spiegelbild mich anschaut, wie es mich betrachtet. Und das ist das, was in dir sein muss, dass du vom Außen so betrachtet wirst. Und insbesondere diese
Übung, diese Verkörperung machen wir gerade diese Woche im Divine Design Soul Blueprint Programm. Und das geht ganz tief, weil oberflächlich reicht nicht. Es muss in jeder Zelle deines Körpers verankert sein, wer du wahrhaftig bist. Und mit Übung, mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Verkörperung kommt es da so tief rein, wie der Zweifel und die Angst, nicht gut genug zu sein, jetzt im Moment vielleicht für dich noch ist. Und deswegen lade ich dich ein, steige jetzt noch ein ins Divine Design Soul Blueprint. Du wirst nichts verpassen. Du hast jetzt den ganzen Mai zwar noch, aber je früher du kommst, desto schneller legst du los mit dieser Transformation und desto schneller zeigt dein Spiegel, zeigen deine Spiegelmenschen, zeigt deine Spiegelrealität dir, dass du göttlich bist, dass du perfekt bist, dass du gewollt bist, dass du in Fülle bist, dass du geliebt bist, dass du in Erfüllung lebst, dass du keine Einschränkungen hast, dass dir alles zusteht, dass du frei bist, dass du reisen kannst, dass du dir leisten kannst, was du möchtest, dass du hingehen kannst, wo du möchtest, mit wem sein, wie du möchtest, mit deiner speziellen Person dir dieses Leben kreieren, das du haben möchtest. Aber zuerst musst du diese Person sein. Wenn du diese SP an deiner Seite haben willst, diese spezielle Person an deiner Seite haben musst, musst du diese Person sein, die von der speziellen Person genauso betrachtet wird, wie dein Spiegelbild dich betrachtet. Und deine spezielle Person, und dazu habe ich gestern dieses Video gemacht, der Spiegel, ist dein Seelenspiegel. Also pack deine Seele aus, verkörpere dein Divine Design Soul Blueprint, lerne es kennen, lerne es zu verkörpern, lerne so zu denken, lerne dich so zu verhalten, wie diese absolute, erfüllte, perfekte Identität sich verhalten wird, sie denken wird, entscheiden wird. Das ist dein Weg. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn du Zeit sparen möchtest, dann kommst du jetzt noch ins Divine Design Soul Blueprint Programm und gehst mit uns mit, lässt dich reflektieren, lässt dich spiegeln von mir, von der Miriam, von der Andrea und noch von den anderen Teilnehmerinnen, weil erst wenn du dich selber erkennst als das, was du nicht bist, kannst du dich als das wahrnehmen, was du wahrhaftig bist aus deinem Divine Design Soul Blueprint. Und es gibt keinen anderen Weg, glaube mir. Es gibt keine Schnellbleiche, es gibt kein schnelles Erwachen. Du kannst erwachen jeden Moment und jeden Moment. Und du wirst jeden Moment wieder erwachen. Aber die Frage ist, als wer oder was erwachst du und wie entscheidest du als erwachtes Wesen? Das sind alles Antworten, die du brauchst, weil solange du diesbezüglich Fragen hast, werden sich im Außen diese Fragen wieder manifestieren. Und Ziel nach diesen 3 Monaten ist, dass du keine Fragen mehr hast und dass du nur noch Antworten manifestierst, die du wirklich gerne selber haben möchtest. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen, nochmal Klarheit zu bekommen mit diesem Video und dass du dir jetzt den Ruck geben kannst und sagen kannst, okay, für 3 Monate bin ich all in, für 3 Monate bin ich all in für mich, für 3 Monate vertraue ich diesem Prozess, diesem Prinzip, vertraue ich mir und ich bin bereit und offen zu sehen, was alles passiert mit mir. Und wie es ist, wenn ich bei mir angekommen bin, wenn ich ein Leben im Vertrauen statt in der Angst führe. Ja, melde dich bei mir, wenn du Fragen hast, wenn du ein kurzes Gespräch brauchst, es ist möglich. Aber wozu Zeit verlieren? Worauf warten? Du wartest eh nur auf dich. Du wartest immer nur auf dich. Und in dem Moment, wo du dich für dich entscheidest, wird sich dein Leben so verändern, wie du es haben möchtest. Like, kommentiere, teile dieses Video. Diese Message muss raus. Deswegen ist auch der nächste Kurs auf dem Divine Design Soul Blueprint Programm ein Divine Design Soul
Divine Design Soul Blueprint Coach and Mentoring Programm, wo du, wenn du das durchlaufen hast, wenn du diese Magie in dir selber entfacht und dir vertraust, diese Magie zu leben, das ist das, was als nächstes kommt. Du wirst dich nicht halten können, das weiterzugeben, was du in diesem Programm, in diesem Masterprogramm, Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm lernst. Und ich will, dass die Menschheit nach diesen Prinzipien lebt, weil es sind die Prinzipien, die sowieso funktionieren, aber solange wir sie aus Angst und Mangel für uns unbewusst nutzen, werden wir nicht das haben, was wir wollen und was uns zusteht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.